Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu einer nagelneuen Folge von Pathfinder Kingmaker. Und im letzten Part wurden wir von der komischen Technikliga angegriffen. Und jetzt können wir weiterlesen. Ich habe nur das Gebiet verlassen. Die heimtückischen Schergen der bedrohlichen Technikliga sind in der Wildnis der geheimnisvollen Raubländer verschwunden. Aber nicht lange. Wir werden sie bald haben. Doch dazu müssen wir ihre Spur finden. Und dazu müssen wir erstens Wissen Arcanum 20 benutzen. Versuchten wir auf Basis unserer Beobachtung zu ermitteln, welche Zauber Kalana benutzt hat, um zu entkommen und wo er sie hingebracht haben könnte. So, dann haben wir das halt mit Wissen Welt. Versuchten wir jemanden zu finden, der diese verabscheuungswürdigen Leute gesehen hat. Oder Wissen Natur 18. Suchten wir nicht länger nach einer Vereinfachung unserer Arbeit, sondern folgen der Spur der Technik. Ich glaube, wir nehmen das erste. Gescheitert. Leider ist ein Zauber eine so schwer erfassbare Sache, dass man ihn eigentlich nicht mal eine Sache nennen kann. Egal. Wie sehr wir uns auch den Kopf zermarterten, wir hatten keine Ahnung, was sie benutzt hatte. Wir brauchten also eine andere Lösung. Ist ja 15. Oder 18 auf Natur. Wir versuchen es mit, ob sie jemand gesehen hat. Wir alles machen, naja gut. Diese Wildnis wirkt nur auf den ersten Blick verlassen. Wir trafen unterwegs einige Pilzsammler und Jäger, die uns verrieten, wo sie unsere Beute gesehen hatten. Wir hatten die exakte Position ihres Lagers dann nicht ermittelt, näherten uns aber und nun suchten wir nicht länger nach einer Vereinfachung unserer Arbeit, sondern folgten der Spur der Technikliga. Auch das ist gescheitert. Wie bereits geschrieben, sind die Raublande ein einziges Geheimnis mitten im Durchblick, und zwar in einem ausgesprochen dichten Dickicht. Die Schergen der bedrohlichen Technikliga, die wir uns erinnern, auch noch heimtückisch sind, nutzen die Besonderheiten der Landschaft, um eine Spur zu verwischen. Wir wanderten lange im Wald herum, bekamen in einem Sumpf nasse Füße und wurden von wilden Himbeeren zerkratzt. Aber am Ende fanden wir das Lager doch. Will ich das eigentlich finden? Na ja gut. Das heißt, ihr dürft dafür gut erschöpft sein. Oder so. So, das ist abgeschlossen. Wo soll es denn sein? Wollte Grab. Aber hier. Schlitzhans Versteck. Alte Eiche. Nee, da wollen wir auch noch nicht hin. Was ist denn hier? Altahorn. Nee, wollen wir auch noch nicht hin. Ja, wir versuchen es hier rum. Noch ein bisschen was aufdecken. Vielleicht. Zufallsbegegnung, kämpfen. Aber wir wollen natürlich auch Erfahrungspunkte sammeln. Aber ich glaube, wir müssen zurück. Wir kommen da einfach nicht dran vorbei. Their life ends here. Das ist auch nochmal alle einfache Banditen. So. Aber du darfst einen Säurespritzer machen. Ach, noch einer. Na los, dann. Alle auf ihn hier. Unworthy. Alle auf ihn hier. So, alle auf ihn hier. So, und auf den Nekromanten. Komm her, du darfst auch zaubern.
nochmal ein magisches, magisches Geschoss da. Was du denn? Das war's schon. Und auch so welche. Warum sagt mir das keiner? Wretched things. Alle über den hier. So. Am Ende. Easy. So. Hier haben wir. Hier haben wir. Vielleicht liegt hier noch irgendwas. Nee. Na los, Leute, kommt. Wer seid? So. Haben wir das auch abgeschlossen? Aber ich glaube, da können wir nicht weiter. Deswegen. Wir wollen ja eigentlich. Oh, hier ist das Lager der Techniker. Doch, vielleicht kommen wir hier rum. Machen wir. Das ist da lang. Stopp, da wollen wir noch hin. Dann versuchen wir zum Schwein zu kommen. Da kämpfen wir auch. Wir brauchen die Erfahrungspunkte. Wir wollen eine Schweinerei veranstalten. Naja, nicht wirklich, aber wir wollen gegen Schweine kämpfen. Gegen ein Schwein. Adventures can wait. Okay. Who will prevail? Does it matter? Oh, ein Goblin. This will hurt. No, it's all on. You should have run. Oh, ja, ist ein Schild gezaubert. War schon. Nehmen wir mit. Wir nehmen ruhig erstmal alles mit. Alles mit, sag ich. Danke. Ich glaube, wir sind einfach ein bisschen erschöpft und müde. Schwerer Belastung. Ah. Okay. Ablegen. 30 zu 12. 25. Einer davon ablegen. Müsste reichen. Ist hier irgendwas? Ich glaube nicht. Ich geh wieder zurück. Ich soll irgendwas wegschmeißen. 8 gibt es. 1 alles vorbehalten. Ist doch. Wen ist das? 3-9. Nein. Kein von uns. Okay. So. Dann. Gehen wir. Na los. Mach schneller. Lade das verstandene Spiel. So, halt an. Stopp. Stopp. Wir wollten nämlich gerne dahin. Weiß nicht, was das hier zu sagen hat. Ja, mal. Die erhaltenen Mauern sind mit vorzüglichen Mosaik bedeckt. Geh mal dahin.
entkräftet. Dann machen wir einfach hier eine Ruhe. So, wir haben 1, 2, 3, 4, 5. Haben wir. Brauchen wir Wachteilung? Nee. Gehen wir lieber zusammen ordentlich jagen. Okay. Natürlich. Sehr schön. Geklappt, hat geklappt. Das Essen war, naja. Also hier hin. Das können wir nicht. So. Betreten. Auf geht's. Wir machen eine Schweinerei. Voll das Riesenmonstervieh wahrscheinlich. Nur so ein kleines Babe-Ferkelchen. Da wären wir also. Das Monster ist hier und jetzt reicht's. Ich esse Stücke. Seht nur zu. Warten, bis sie widerspricht. Weiterspricht. Die räusert sich, wo ich herkomme, gibt es einen Brauch. Ein Knabe muss vor dem Ältesten ein Monster töten, um zu beweisen, dass er ein Mann ist. Die Barbaren räuspert sich, um die Zeit zu gewinnen. In unserem Stamm gibt es keine Initiationsritus für Mädchen. Also habe ich selbst eine Prüfung organisiert. Wie in dem Lied über das Waisenkind Tagul. Ich habe einen Höhlenlöwen im Duell besiegt. Hier seht ihr die Namen. Ihr stammt von diesem Kampf. Und wisst ihr, was meine Ältesten getan haben, als ich ihnen die Haut des Löwens vor die Füße warf? Sie haben zugegeben, dass sie geirrt haben. Sie haben einen Ritus nichtig erklärt. Ich glaube, das zweite. Schön wär's. Sie haben mir ins Gesicht gelacht. Sie sagten, ich hätte mir selbst den Bauch zerkratzt und einen Mann angeheuert, der den Löwen für mich tötet. Im Tausch gegen... Ja. Später haben sie meine Initiation ausgesprochen. Ja. Natürlich zugestimmt. Initiation. Weil sie keine Wahl hatten. Aber Amiri Stimme bebt vor Zorn und sie spuckt auf den Boden. Müsst ihr ihn wirklich eventuell töten? Unsere ganze Gruppe wird nötig sein, um dieses Schlitzschwein zu besiegen. Jetzt dann angreifen auf den Kampf. Ein solcher Kampf muss gut vorbereitet sein. Ich habe noch nie so etwas Dummes gehört. Ja. Ja, was macht sie denn jetzt? Also ich habe gesagt, dass er einen Kampf geht. Warum stehen wir bei? Mit einem Kampfschrei stürzt die Barbarin auf den Eber zu. So, wir versuchen es einfach. Will er nicht? Sie? I'm not doing it wrong. The spell is flawed. So. Sollst du auch allein machen? Du sollst hier unten hingehen. Wo bist du denn hin? Not doing it wrong. The spell is flawed. Sehr schön. I'm not doing it wrong. The spell is flawed. Na komm.
won't kill me. I'm not doing it wrong. The spell is flawed. Ooh, yes. Not doing it wrong. The spell is flawed. Halt doch die Fresse. Danke. Das krieg ich zum Heilen. I'm not doing it wrong. The spell is flawed. So. Esther, Lux, yes, survive. I always survive. Okay. Dann mach du mal den hier. Warum fällst du rum? Miserable. Last chapter. Das finde ich richtig dumm. Hallo? Die! 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 Unworthy. Ja, ist auch nicht stark genug. Alle da drauf. Lost. Mal los. Okay, das geht ordentlich auf die Glocke. Der Atmen steht Amiri über dem Kadaver, das erlegt man das. Was sagt ihr jetzt? Das staunt ihr, was? Ich hätte ihm fast den Kopf abgeschlagen. Hätte ich gewusst, dass das so geht? Na gut. Ja, ein wahrlich epischer Kampf, genau wie in den Sagen. Ich muss für das Buch nicht einmal etwas ausschmücken. Erledigt, Prüfung gemeistert. Jetzt wird niemand mehr sagen, Amiri sei schwach. Sie grinst und reckt stolz die Brust. Seid ihr verletzt? Ich verstehe immer noch nicht, warum ihr dieses Monster töten wolltet. Naja, wir fragen aber, ob sie verletzt ist. Amiri schnaubt und sucht ihren Körper nach Wunden ab. Nach einer Weile murmelt sie verächtlich. Kratzer. Ich verstehe immer noch nicht, warum ihr dieses Monster töten wolltet. Ihr habt diese Prüfung doch schon abgelegt, als ihr noch bei eurem Stamm wart. Amiri errötet. Nun, nicht nur Welpen müssen diese Prüfung ablegen. Kommt ein Mann als Neuling zu einem Stamm, muss er das Fell eines Monsters mitbringen. Das beweist, dass er kein Schwächling ist. Ihre Stimme wird leise und verstummt schließlich. Ich fühle mich geehrt, dass ihr mich als Mitglied eures Stammes betrachtet. Ihr seid eine starke und tapfere Kriegerin. Das finde ich gut. Fangt nicht davon an. Amiri hält inne und ringt nach Worten. Erzählt mir nichts über Ehre und Tapferkeit. Ich kenne das alles schon. Sie runzt die Stirn und wendet sich ab. Trotzdem schulde ich euch Dank. Ihr habt das Herz eines wahren Häuptlings. Wisst ihr was? Wenn wir noch so ein Monster begegnen, töte ich es auch. Nicht als Prüfung, einfach nur, damit niemand sagt, Amiri sei keine Kriegerin. So, wir bekommen 200 Fleisch, Schlitzhans Kopf, oh, 125, und ein Lendenstück. Sehr schön. Da oben ist noch Beute. Plündern. Okay. Bestimmte Falle, oder? Wir bekommen 3 Gold. Wir bekommen Kristalle, oder? Bergkristall Nummer 2. Sehr schön. Eine alte Rostlandmünze. Und Steierfalle finden. Das ist nochmal Honig. Einmal Honig mitnehmen. Danke. Okay.
War schön. Müssen wir nur zurück? Die Quest abgeben? Aber... oh ja, wir machen mal ein Nickerchen. Na? Step, step, step. Kann ich das nicht? So, wir müssen uns ja heilen. Wir müssen ja nicht so lange machen. Machen wir bis 13 Uhr. Wir beginnen auch gleich. So, dann. Die quatschen und ich hab zu schlafen. Wache. Besondere Fähigkeit der Charakter versucht, eine besondere Lagerfähigkeit einzusetzen. Ah. So, er ist gerade aufgestiegen. Oder? Waffen schärfen, na gut. Wieso sind wir nicht voll geheilt? Okay. Let's shake a leg. The road calls me. I'll take the bait. Ah, es wird schon passen. Bin ich so ein bisschen geheilt. Ach, da jetzt raus. Ja, zur Technikform, Lager, Dings, Liga wollen wir jetzt nicht gehen, glaube ich. Wir haben nicht so viel Zeit, wir vertrödeln wieder viel zu viel Schlafzeit. Rein theoretisch müsste auch gleich schon mal hier hingehen. Und da müssen wir auch noch hin. Geh das mal hier hin. So. Ich möchte auf jeden Fall voll ausgeschlafen sein. Und so weiter. Adventures can wait. Dauert 2 Tage dahin. Ja, reise mal. Wir müssen das machen. Wo will er denn hin? Willst du echt diesen Weg zu... Ja, echt albern. Das ist ja richtig albern. Wir waren schon da oben. Hätten wir nicht rübergekommen? Oder hier so lang? Diesen Weg? Ja, vielleicht hätten wir das... den Weg haben können. Naja, egal. Wir müssen auf jeden Fall zurück. Ich hoffe, wir haben keinen Kampf zwischendurch. Quest abgeben müssen wir. Na komm, den Kampf nehmen wir noch schnell mit. Vielleicht müssen da Items noch. Was? Eine spuckende Riesen, ein spuckender Riesen Tausendfüßler. Repent. Das war's schon. Ach, da ist noch einer. Komm her. Was ist das für schöne Zauber? Wie wär's denn? Nee. Sturm und nein. Nein. Elektrizitätsschlag kennen wir noch nicht. Die, die, die. Ja, cool. Kältestrahl, machen wir nochmal. Oh.
Und die Häuten? Nee, ich schätze uns nicht zu sein. Kommen wir gleich weiter. Dum, 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 dum. Na los, Mädels. Schön. Das heißt, wir haben jetzt noch 83 Tage Spielzeit. Das ist natürlich hart. 9 Stunden. Bitte keinen Kampf oder anderen Müll. Ja. Wir wollen diesen Ort betreten. Was wir rein theoretisch machen können. Wir können natürlich noch 4 weitere Charaktere, der 3 eigentlich, weil Lindsay ich behalten möchte, aber die 3 weitere Charaktere noch hinzufügen, wenn wir 6000 haben. Und dann könnt ihr rein theoretisch euch auch nochmal bewerben als ja, Krieger, Kriegerin, Kämpfer, Zauberer. Je nachdem. Und ja. Wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit. Das ist natürlich eine schweineteure Möglichkeit. So, wollen wir mal schnell verkaufen noch. So, dann können wir weggeben. Einmal. Aber wir nächstes Stab Fallen finden. Heben wir mal auf. Solch kann weg, das kann weg. Rostlandmütze kann weg. Der Langbogen kann weg, die Bergkristalle. Oder? Weg, weg. Lendenstück, angekochte Zutat, nein. Das Kurzschwert kann weg, die Rüstung, die Rüstung. Das Kurzschwert, die Rüstung. Das. Das hier, Schlitzer ans Kopf. Ja, das sollten wir behalten. Schweres Schild, Langschwert, Schokolade. Ich glaube, das war schon am Verkauf. Cool. Stab magisches Geschoss. 11 Ladungen. Wir sind doch übelst überladen. Warum sind wir noch so heftig überladen? Was wiegt hier so viel? Ah ja, weil ich jetzt allein unterwegs bin. Ja, ist ja klar. So, dann gehen wir nochmal nach Oleg. Ich wünsche euch einen guten Tag. Was führt euch zu mir? Fragt Oleg. Was war ich da? Schlitzzahn ist tot. Ihr könnt euch seinen Kopf als Trophäe an die Wand hängen. Oleg wirft einen respektvollen Blick auf den blutigen Kopf des Ebers und berührt dessen Hauer, als wolle er deren Schärfe prüfen. Seine Bestie. Ich hätte gern eine solche Trophäe, aber Geschäft ist Geschäft. Den Kopf bekommt der alte Benson. Und seine Belohnung soll euch gehören. Wir bekommen 400 Goldmünzen, eine Langbogen-Meisterarbeit. Sehr schön, 180 Erfahrungen. Und, ja. Sehr schön. Macht, ne? Ja, Langbogenmeisterarbeit. Wir haben aber keinen Bogenschützen. Von daher. Step, step, step. Gucken. Wer war Benson? Ja. Okay. Wir laufen ein bisschen schneller, Mädel. Junge. Wir wollen noch schlafen gehen. So. Und mit. Oh, es könnte sein, dass wieder ein Traum dabei ist. Warten wir mal ganz kurz. Ansonsten bedanke ich mich recht herzlich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben wieder die 30 Minuten voll. Und das soll es dann natürlich auch gewesen sein. Wenn es euch gefallen haben sollte, dann lasst das Leckeres da. Schreibt vielleicht mal wieder was in die Kommentare, so wie immer. Und ja. Danke fürs Zusehen. Ciao und auf. Wie gesagt, 1600. Auf Wiedersehen. Ciao.